man so klopft? Lass mich kacken! Love is a highway. I will ride it all night long. Wir sind nach Kirgisistan gereist, ohne überhaupt richtig zu wissen, was Kirgisistan überhaupt ist. Unsere Mission: 16 Tage mit einem alten russischen Camper quer durchs Land. Und somit, lasst es beginnen. Tommy, was geht hier gerade? Ist das, wie wir diesen Film anfangen? Dieses Szenario. Ja, Freddy sucht sein Handy. Es lief alles sehr gut. Wir sind jetzt in Bishkek angekommen, am Airport. Und uns hat direkt ein Taxifahrer angesprochen. Und das ist sein Wagen hier. Lief alles sehr gut, bis Freddy sein Handy verloren hat. Und das ist auch das Worst-Case-Handy, weil da ist alles drauf mit Location, wo wir jetzt hin müssen, mit Auto, Kontakt von Auto. Neues Update. Freddy hat sein Handy wieder gefunden. Gleich kann's losgehen. What's up, my friends? Wir haben unser Wagen secured von Vlad und Alex. Nee, wie heißt der noch? Ich weiß gar nicht. Alex und Vlad. Aber das ist nicht Alex, ne? Nein, das ist nicht Alex. Alex ist auf jeden Fall Chicago. Vlad. Dieser Wagen ist geisteskrank geil. Also wirklich, der hat LEDs, wir haben Campingstühle, wir haben einen Campingtisch. Oder weißt du, was noch viel geiler ist? Erzähl. Die Sonnenbrille, Bruder. Meine Sonnenbrille. Wie ein Gigolo, Bruder. Du siehst aus wie ein Gigolo. Ein richtiger. Tommy geht Festival. Tom ist ein Bruder, Gigolo. Mit dem, mit dem Camper können wir safe ein Festival rocken. Der geht nach Mykonos. Mykonos. Kleiner Gigolo, du. Ja, auf jeden Fall wird uns erstmal was gegessen. Und dann wird irgendwo hingefahren. Alter, Kickdown. So, Sports, Freunde. Wir gehen jetzt was essen. Mal ganz kurz hier. Da werden sie von der Seite zu scheiße aus. Scheiße, nein. Mit diese Dings hier, das sieht so krass aus. Ist deine Mikro an? Deine Mikro ist an. Boah, das Ding ist, ja. Ich finde da die Marke auch. Ich dachte erst, das wäre so ein Bulli, so VW-mäßig, ne? Aber das ist ja wirklich irgendeine russische Marke. Innenausstattung Baba. Wirklich schwer für ein 30 Jahre alter Oldtimer Wohnmobil. Was soll das zu essen? Ich hoffe, es gibt ein Cappuccino. Glaubst du, Kirgisen kennen Cappuccino? Ich glaube nicht. Er will eine Cappuccino. Ich glaube aber, ein Eiskaffee ist besser. Also ein zum Eiskaffee würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Dann hätten ne? wir zum Kaffee fahren müssen. Sind wir doch ich jetzt? Auch gesagt. Nein. Ach, sind wir jetzt Fastfood? Ja. Du hast doch gesagt, du willst Fast Food. Du hast gerade eben gesagt, jeder will Fast Food. Ja. Und dann hatte ich, ja, ich höre, man hört uns nicht hinten. Wenn wir etwas sagen, ihr hört uns einfach nicht. Wir können auch zum anderen Ding. Nö, wir gehen jetzt Dings essen. Dann kriege ich meinen Eiskaffee wann anders. Vielleicht wirklich fein. Was ist das denn jetzt hier? Ist mir eigentlich egal, Bruder. Boah, vielleicht gehe ich da auch zu der einen Süßen. Filmt der immer noch? Ich gehe mal vielleicht ein bisschen Obst klauen. Ein bisschen Obst klauen. Lass das doch mal nach dem Essen gehen machen, oder? Nee, Tommy. Janis will diese Blogger jetzt werden. Vlog. Ich schneide schon's an. Jetzt fühle ich mich wirklich einfach wie so ein Journalist oder so hier, Bruder. Oh, die Sachen sehen ja schon fett aus, ne? Ist okay. Wow. Ist okay, Bruder. Ist okay. Aber ich würde mir da jetzt nicht so einfach etwas snacken, Bruder. Nein, safe nicht. Ja, wir haben jetzt 5 Minuten kurz gewartet. Haben uns diese Oschis angeschafft. Für einen Zehner. Für einen Zehner, aber 4 Stück davon und 4 Flaschen vom Eistee. Was für ein Ding ist? Für einen Zehner. Einfach für einen Zehner, das ist einfach ein Ding. Ich hab davon schon gefühlt die Hälfte gegessen. Wow. Nachdem wir uns diese Kilo-Mahlzeit einverleibt haben,
ging es für uns Richtung Van zurück, weil wir mussten in der Stadt noch ein, zwei Dinge erledigen. Unter anderem meine Drohne reparieren, die auf dem Flug leicht gelitten hatte. Ja, das war auf jeden Fall unsere erste Mission. Also wir sind jetzt nochmal so 15, 20 Minuten gefahren Richtung weiter Innenstadt. Und jetzt gucken wir hier so ein bisschen, erkunden mal so ein bisschen die Innenstadt. Ich finde, es gibt immer noch nicht so die kranken Innenstadt-Vibes. Aber ja, ich bin mal gespannt. Vlad meint, da ist so eine Shopping Mall. Achtung, Pickpocket. Hey, wow. Seid gespannt, DJI-Drohne muss ein bisschen gepflegt werden. Repariert werden. Man kennt. Mal wieder. Wir haben jetzt Drohne repariert. Drohne wurde jetzt repariert. Mission completed, mitten in Bishkek. Ich war kurz vorm Bein. Wir haben vier verschiedene Drohnenverkäufe angesteuert. Kein einziger dieser Stores hatte einfach nur die Rotatorenblätter von der DJI 3 Mini Pro, sondern immer nur von der 2R oder von der 2 Mini Pro. Ich habe eine Katze. Ja, jetzt haben wir es aber geschafft. Jetzt geht's einkaufen noch und dann geht's eigentlich auch ab in den Wildnis. Erdnussbutter. Interessante Erdnussbutter. Suche jetzt. Uiuiui. Also wir haben hier Eier gekauft, zweimal. Wir haben Klopapier, wir haben Nudeln für heute Abend. Wir haben uns alle was Kaltes zu trinken geholt. Wir haben als Spare Ramen-Nudeln, wir haben Öl, wir haben Brot. Und jetzt holen wir uns noch was zu snacken. Und dann geht's los. Ja. Leute sind am Cruisen. Leute sind am Cruisen. Die gehen richtig steil auf diese. Einfach Limette, Chili. Ist überall in diesem. Ist anders. Überall in diese Laden verteilt. Boah, glaubst du, müssen wir mal tryen? Eigentlich schon. An Amerika, und dann nehmen auch diese Krabbenchips. Das war unser Wasser. Wieder flöten. Oder war das anstrengend, ja? Ich kann nicht mehr. Fredde mit der Schoki bei 35 Grad, Bruder. Der saugt die nachher, schlürft die ein. So. Stimmt, der macht Packung keinen aufgemacht, Sinn. Bruder. Der macht keinen Sinn. Mehr der Jungs. Schokolade geht doch zurück. Noch ein bisschen. Ja. Nach dem Einkaufen haben wir uns einen kleinen Spot außerhalb vom Bishkek ausgeguckt, wohin wir aber noch 2 Stunden circa fahren müssen. Das heißt, für uns ist es jetzt erstmal tanken, damit wir auch ankommen. Wir fahren jetzt erstmal außerhalb von Bishkek. So 2 Stunden fahren wir jetzt insgesamt. Ne? Wir brauchen jetzt noch, 2,5 Stunden sind wir insgesamt gefahren. Jetzt brauchen wir noch 2 Stunden. Haben gerade einen sehr schönen Sonnenuntergang. Sehr schöne Berge. Weißt du, was ich meine? Und ich habe auch gar keine Ahnung, wo wir da ankommen gleich. Ich auch nicht. Ja, Probleme mit dem Autogebiet. Wir haben von Vlad und Alex gesagt bekommen, wenn das und das passiert, dann ist Krise und wir sollen Bescheid sagen und aufhören zu fahren. Ja, und was wir sagen, das und das ist passiert. Wir wissen nicht ganz, ob es das und das ist. Wie sollen wir wissen, ob es das und das ist? Sei mal ehrlich, wie sollen wir das wissen? Ich weiß es nicht. Aber es läuft nicht gut gerade. Deswegen, Stand gerade ist, dass der Wagen steht. Ich habe gerade mal ein bisschen geguckt, wir können den Wagen hier direkt abstellen, falls notwendig. Und wir können hier auch easy pennen, weil da ist Flachland. Da kriegen wir easy 2 Zelte hin. Und Camping ist hier auch erlaubt. Es gibt keine Campingregeln in Kirgisistan, was ziemlich geil ist. Deswegen, ja, mal schauen, was wird. Ich denke, der Plan wird sein, das Auto abzustellen und dass wir hier campen. Und dann morgen gucken, was läuft, was geht. Es waren einmal 4 Handköpfe. Im Neandertal. Scheiß Neandertaler. Das Neandertal. Da kam ein Pinguin und der pickelt. Ui. Und da kam ein Pinguin und der pickelt in die. Hey, warum? Sportsfreunde. Weil ich gerade Absage mache. So, aber Freddy erzählt eine gute Nachtgeschichte. Wir gehen jetzt schlafen, alle zu viert im Van. Spaß. Hier ist ein bisschen Kuschelei. Bisschen chillen. Geht. Es geht. Ja, wir hatten kleine Probleme, wie gesagt, mit dem Van. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, einfach hier drinnen zu viert zu pennen.
um morgen dann die Probleme weiter anzugehen. Ich hoffe, wir ersticken nicht an unserem Gestank. An deinem Gestank von deinen Socken? Ja, nee, die sind jetzt hier drin. Wir haben Tag 1 von 16, by the way, der redet schon von Gestank. Das wird problematisch werden. Das wird grauenhaft, Jungs. Moment jetzt, warum fokussierst du nicht? Ja, alles klar, gute Nacht, bis morgen, tschüss. Ja, morgen Sportfreunde. Wir haben Tag 1 jetzt so richtig von unserem Adventure. Ich glaube, ihr wisst gar nicht so richtig, was unser Plan ist für diesen Urlaub. Deswegen machen wir das jetzt mal. Wir haben uns einen wunderschönen UAZ Buanca gemietet für 16 Tage und haben vor, damit quer durchs Land zu reisen. Wir haben eine gewisse Route. Wir fahren jetzt so runter Richtung so einen Riesensee, Issyk-Kul-See. Wir haben mit unserem Vermieter so eine Route ausgemacht. Die ist wunderschön auf jeden Fall. Also so, wir haben einiges zum Wandern und so. Wir fahren jetzt gleich nochmal ganz kurz zurück, weil es gibt hier ein deutsches Dorf in Kirgistan in der Nähe. Das sind so 10 Kilometer von hier. Da fahren wir dann einmal hin, checken das einmal aus. Dann gehen wir noch einmal für Freddys Gemüt tanken, weil Freddy ein bisschen gestresst innerlich ist momentan. Ein bisschen Paras hat der Mann. Deswegen machen wir das dann einmal für sein Gemüt. Dann tanken wir auch direkt diese Gas Patrol, diese, warte, ich hole kurz. Wir haben einen extra Kanister bekommen. Weißt du? Von Vlad den Abi. Das Mikro noch an von mir? Nee. Rausholen. Jetzt wieder. So, das Kanister, den wir von Vladi bekommen haben, Vladi, den befüllen wir dann auch. Jetzt heißt auf jeden Fall erstmal kochen, frühstücken. Wir haben auch einen richtig geilen Tisch hier bekommen. Auch alles vom Van direkt mit inklusive, weißt du? Ja, ja. Wir haben auch unser ganzes Zeug dabei, aber es gibt hier keine Gaskartuschen, die auf unser Zeug passen. Ja. Und wir wollten kein Gas mitnehmen im Flieger. Brot ist hier in diesem Lande leider auch nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht waren wir im falschen Supermarkt, aber so wir als Deutsche sind schon sehr verwöhnt, was Brot angeht, würde ich sagen. Aber egal, wir machen uns jetzt Eier, ein bisschen Proteine sammeln und wollen auch jetzt gar nicht mehr so viel Zeit vertrödeln. Das wir werden hier mal die ganze Zeit angehupt. Das scheint hier irgendwie normal zu sein, ja, dass die Leute uns einfach anhupen. Also wir kündigen uns auch selber an mit unserem Auto, das hupt einfach von alleine. Aber beziehungsweise im brennendes Unterarm. Im brennendes Unterarm oder was? Ja, beim Einsteigen oder so. Geil. Ja, immer. Jetzt wird gekocht. Ein bisschen ruhen. Ein gutes Rührei. Nicht. Rührei? Auf Brot? Ich glaube, so einen Luxus hatten wir noch nie. Ich glaube, hatten wir jemals Eier gemacht? Ich glaube, echt nicht. Aber es ist halt auch ein Film, die im Rucksack zu tragen. Ne? Crazy. Kriegst du nicht hin. Sind Eier. So, Sportsfreunde, die Reise geht los. Wir fahren jetzt, wie gesagt, Richtung deutsches Dorf. Dann einmal tanken für Freddys Gemüt und dann geht's wieder die gleiche Straße hier hoch. Einmal hoch in die Berge mit uns. Achtung, Freddy, Achtung. Da passen 30 Liter rein. Ja. Soll ich 30 dann auch holen? Oder safe? 25? Englisch, a bit? Nein. Englisch? Nein. Zeig dir. Noch übersetzen einfach 28 Liter. Tommy und Fred machen gerade mit Google Übersetzer. Übersetzen. Fred hat immer noch Hoffnung, dass die Englisch sprechen immer. Ja. Englisch? Wir gucken nur. Sie verstehen halt nicht mal Englisch. So nein. Ja. Wir machen uns jetzt Ramen-Nudeln als Mittagssnack. Und dann ballern wir da hoch. Dann jagen wir den Berg hoch. Zeigen wir euch gleich in aller Ruhe noch. Ah, toll geschafft. Weil dahinter geht die Sonne unter. Und hoffen, dass dahinter nicht noch ein Berg ist, dass wir den Sonnenuntergang sehen können. Das wäre so typisch Hans. Ne? Wenn wir da jetzt hochjagen und dahinter ist so ein riesiger schneebedeckter Berg und wir sehen wieder gar nichts.
lecker Ramen. Die anderen Jungs sind einfach hinter das Auto gegangen, weil Sonne zu heiß. Sagst du? Da sitze ich alleine. Wir haben jetzt Ramen, wir essen die so aus Tassen. Schmeckt sehr gut, wirklich sehr gut. Haben, glaube ich, 50 Cent gekostet pro Ramenpackung. Echt? Mhm. Deswegen schlürfen wir hier. Schlürfen wir hier. Und danach geht's. Aber hat mir schon gesagt, ne, dass wir danach. Ja, hat schon ich gesagt. Ich schwöre, schmeckt sehr gut. Schmeckt einfach fertig. Boah, mittlerweile, das ist das Normalste auf dieser Welt, ne? Ich muss auch reiten. Ich schwöre, ich muss reiten. Freddy muss auf jeden Fall Ansage machen in dem Fit. Würde ich auch sagen. Auch mit dieser Kamera, ne? Oder? Ja, gerade ist wirklich viel passiert. Wir haben Ramennudeln gemacht, habt ihr gesehen. Und dann ist so ein Kind an uns vorbeigeritten. Fullspeed aber. Ja. Fullspeed. Komplett. Und so irgendwie so, keine Ahnung, 50 Meter da rechts runter. Ist einfach vom Pferd runtergesprungen, gedroppt. Oder gefallen. Ich denke eher, dass er gefallen ist. Ja. Dann kam er hochgehumpelt und hat geblutet am Kopf. Ganz Gesicht voller Blut. Komplett irgendwas gesagt. Und dann hat er auf unser Auto gezeigt. Und dann haben wir den jetzt zu seinem Haus nach oben noch gefahren. Zu seiner Familie. Der Bruder ist gedippt. Wir wussten gar nicht, was passiert. Wir sind auch wieder gefahren. Und jetzt? Damn, ja, und jetzt, ja. Wir haben Sachen gepackt, Rucksäcke, frische Kappen auf mit Sonnenbrille und jetzt geht's da hoch. Und wir versuchen, Sonnenuntergang zu gucken. Da hoch geht's. Ein Klassiker. Ein Klassiker. Bei Gott ein Klassiker von uns. Jetzt heißt Schuhe ausziehen und über diesen Fluss. Weil der Weg geht da weiter. Da geht der Weg weiter. Socken sind auch schon nass, weil gerade versucht auch schon rüber zu gehen. Aber da frage ich mich, ist es worth, einfach die nassen Schuhe mitzunehmen, weißt du? Deswegen ist es nicht so schlimm. Tommy hat Otter gesehen. Ich habe Otter gesehen, Bruder. Ist mein Mikro an? Ja. Otter ist mit Abstand mein Lieblingstier. Wir haben einfach gerade wilde Otter gesehen. Einen zumindest. Für mich reicht das schon. Ich bin happy. Mehr brauche ich nicht. Also Janis und Fred und Tom und ich sind uns alle sicher, hier regelmäßig frisches Cannabis zu riechen. Das ist, das wächst ja hier wild in Kirgisistan. Ne? Haben wir uns sagen lassen. Am Üsikulsee sollten wir es spätestens auf jeden Fall einmal zum Gesicht bekommen. Aber es gibt viel zu viele Pflanzen, Bruder, die genau wie Ott aussieht. Überhaupt nicht. Guck dir mal das an. Keine Ahnung. Ne? Ja, diese Knöpfe sind halt witzig. Diese Knöpfis. Aber das ist diese. Ja, ja. Und dann gibt es halt noch diese hier. Ja. Schön hier. Schön hier. Wir wollen irgendwie da hochkommen. Aber es gibt keinen Weg mehr. Dort, der Weg sieht heikel aus. Tommy versucht da hinten gerade irgendwas, aber... Das Gebüsch ist einfach so hoch wie Fredde. Was sagst du? Bruder! Das Gebüsch ist so groß wie Fredde. Ja, ja. Und das sieht mir auch nicht... Also das sieht mir... Wir haben ja auch so eine neue Art von Dornen. Oder neue Entwicklung. Spezies. Ich habe auf jeden Fall ein fettes Tier gehört, Alter. Echt? Gesundheit! Da war irgendwas im Busch. Ich weiß auch nicht was. Ich habe das nur da gehört. War Böses im Busch. Aber kein Hissen, also keine Schlange. Ihm ist sogar das Wort Hissen auf Anhieb eingefallen, weißt du, was ich meine? Ja, so einer bin ich. So fette Angst hat der Bruder vor Schlange. Hissen habe ich noch nicht. Kennt das ich will nicht. Da links nochmal gucken. Wo links? Ja. Don't make me dance to the tune that you're Wir laufen auch immer noch durchs dickste Schlangengebiet. Aber bisher haben wir noch, wie Tom vorhin gesagt hat, kein Hissen gehört. Cage,
jetzt hier neue Mutation von neue Mutation von Dorne. Die sah einfach rot, die sah einfach schon gefährlich aus. So eine Dreckscheiße. Mein ganzes Bein am Jucken. Was hast du? Zeig doch mal. Jetzt zeig mal. Schweinebacke. Ja, jedenfalls dornengefährlich schon vom Aussehen her. Schweinebacke. Du siehst auch ohne zu reden, wenn keins mehr ist. Jan, das hast du was zu sagen? Ich. Fokus solltest du vielleicht auch nicht in die obere linke Ecke ziehen, mein Freund. Ich glaube, da hat es mich auch nicht. Doch, jetzt Tom im Fokus. Bin ich überhaupt drauf? Du warst drauf. Justin ist im vollen Fokus. Super. Ja, Sonnenuntergang muss gelernt sein, wie wir gerade festgestellt haben. Definitiv. Wir haben einen Ausblick, ja. Die Sonne sehen wir immer noch, ja. Ob wir den Sonnenuntergang sehen, da sind wir uns sehr unsicher. Wir schätzen mal nicht. Aber wir haben es bis hierhin geschafft. Also so, wir haben mehrmals den Weg verloren. Trotzdem sind wir und hier. Und mehrmals wiedergefunden, weißt du? Ich glaube, wir haben 5 verschiedene Wege hier oben. Ja, genau. Glaube ich auch. Aber die Berge da sind halt echt. Ja. Es war immer ein kurz off-track. Dann haben wir wieder einen halbwegs einen Weg gefunden, was eigentlich nur ein Erdrutsch war. Und irgendwann haben wir jetzt wieder einen Weg gefunden. Auf den haben Janis und ich jetzt beide draufgeschissen. Ja. Ja, ab geht's wieder runter. Aber wobei, nee, ich kann mir den wahrscheinlich am besten merken. Was? Den Weg. Ich würde noch einen Schluck trinken, ne? Mach können was. Die Freddy? Are you on your way? So hate me. When I stand in as your pit, talk about me. So, jetzt geht's wieder durchs Gebüsch. Jetzt heißt es wieder Schrammen an den Beinen sammeln, Leute. Oh yeah, gang gang. Ich zeig euch dann danach mal meine Beine. Die sahen gerade eben gar nicht lustig aus. Die sahen einfach aus, als wäre ich krank, Bruder. So einfach Pocken oder so. It's okay. Sportsfreunde, mir tut das auch jetzt schon leid, dass ihr so viele Naturbilder zu sehen bekommt und weniger Content von uns, aber gebt euch das. Das ist so krank. Das sieht so brutal aus. Kirgisistan on top, you. Say, what am I gonna do with those? Guck mal, ich glaube. Made a bag! Yeah. Ziel nicht ganz erreicht. Der Weg ist das Ziel, ne? Mal, guck dir mal die Wolken an, Buddy. Schon schön. Oh. Ja, jetzt heißt es Thunfisch, Nudeln, Tomatensauce, Zwiebeln, Knoblauch. Ich bin am Schnibbeln. Freddy am Kartenmischen. Ich hab TikTok. Ja, dich sieht man nicht. nein. Das Wasser fängt gerade an, so langsam sich zu erhitzen. Ich bin am TikTok machen. Ich bald am Kopf. Einfach mal nachsprechen, damit man es hört. Sagst du? Da oben, vielleicht sieht man das nicht, muss nicht hingucken, ist mal wieder der Mond, der uns beschützt. Wichtig. Und ja, ich hoffe, das schmeckt alles. Ich hoffe, nichts geht schief. Ich habe sehr Hunger. Und wie gesagt, man sieht auch einen Riesenberg an Zwiebeln schon. 3 fette 10 Knoblauch. Ein Riesenberg. Kommen auch noch dazu. Für die Spice. Das Verhältnis stimmt auch wieder grandios. Ja, 2 riesen Zwiebeln, aber so 3 10 Knoblauch. Ja, ich mach auch noch eine, Bruder, wenn du willst. Ich mach noch eine. Mach ich noch eine. Die sind nicht so groß. Die sind nicht so groß? Ich koche auch mit solchen. Geht voll. Die ist nicht so groß. Das Durchschnitt, würde ich sagen. Soll ich dir Schweiz-Video zeigen von Toms Mutanten-Knoblauch? Tom Bruder, erstmal auch am Sabbern dabei. Tom auch erstmal am Sabbern beim Lachen gewesen. Gut, dass Kamera nicht auf mir ist. Aber meine Augen, mein Freund, beste meine Leben. Augen.
So sieht kirgisischer Thunfisch aus. Wir wurden einfach gefickt. Da steht's. Thunfisch. Da. Und Männer. Essen ist fertig. Janus hat gekocht wie eine Eins. Ja, hat sehr lange gedauert. Aber dafür schmeckt's und ist warm. Das wird gut tun. Super! Da ist der Meisterkoch. Sportsfreunde. Nacht. Zwei. Gute Nacht. Schlaf gut. Wieder im Van. Ist eigentlich Notlösung nur, aber egal. Wir sind so faule Säcke. Bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Sportsfreunde. So, kurzes Update. Wir haben Kamera versucht nachts zu laden, hat nicht funktioniert. Hat jetzt aber geladen, jetzt ist wieder full. Apropos, ich kann auch noch rausstecken. Wir fahren gerade interessante Straßen. Nennen wir es mal so, ne? Interessante Straßen. Sehr interessante Straßen. Sehr interessante Straßen. Ich steige gleich auch mal aus und filme quasi Auto von vorne und von hinten, wie wir hier über Straße fahren und so, damit ihr das mal zu sehen bekommt. Aber das ist auf jeden Fall vergleichbar zu Deutschland. Das ist so, als würdest du Off-Track durch die Gegend fahren. Einfach so in den Wald rein. Weißt du, so einfach Berg hoch. Du siehst so, okay, da fahren wir jetzt hoch, da fahren wir hoch. So fühlt sich das hier an. Also es ist teilweise, habe ich das Gefühl, hier rechts, links, die Felder sind bessere Qualität als die Straße, auf der wir unterwegs sind. Aber ja, wie gesagt, ich zeig's euch gleich. Also, für alle Leute, die sich fragen, wir navigieren hier mit russischen Maps, kein Google Maps, kamen heute Morgen. Was, Bruder? Bruder, was willst du von meinen Eiern? Kam heute Morgen, sieht hier so aus. Den schafft er nicht. Jungs, geh mal einer raus, bitte. Einer raus. Nein! Ich kann nicht! Janis! Wo lang? Wo lang? Der kommt hier nicht hoch! Ja, Bruder, du bist da einfach auf den fetten Stein gefahren. Hab ich den gecrashed? Ja.